Hallo, mein Name ist Matthias Siestern-Pauli und ich habe in den letzten Tagen ganz viele Fragen gekriegt, auch von Kindern zu dem Coronavirus. Was ist eine Pandemie? Pandemie ist ein Fachbegriff. Das bedeutet, dass die Krankheit nicht nur in ein oder in wenigen Ländern sich ausbreitet, sondern über die gesamte Welt. Wie wird das Virus übertragen? Das Virus wird über kleine Tröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen. Das passiert zum Beispiel manchmal beim Sprechen, beim Niesen und auch vor allem beim Husten. Gerade deswegen solltet ihr auch regelmäßig die Hände waschen und euch ansonsten möglichst wenig ins Gesicht fassen. Wie merke ich, dass ich das Virus habe? Das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Bei jüngeren Menschen ist es so, dass die Krankheit häufig sehr mild verläuft. Das heißt, man hat da vielleicht ein leichtes Kratzen im Hals, ein bisschen Husten. Manche merken sogar gar nichts. Bei älteren Menschen oder bei Menschen, die schon eine andere Krankheit haben, kann das aber ganz anders sein. Für die kann das Virus sogar lebensgefährlich werden, weswegen sie sehr aufpassen müssen, sich damit nicht anzustecken. Warum müssen Oma und Opa besonders geschützt werden? Auch wenn Oma und Opa vielleicht noch sehr fit wirken, sind sie vom Körper her aber insgesamt ja schon älter. Das bedeutet, dass das Immunsystem, das sind so die Abwehrkräfte des Körpers, die das Virus bekämpfen, auch schon nicht mehr so fit sind, wie das vielleicht bei euch der Fall ist. Und das bedeutet, dass es viel schwerer ist, diese Krankheit auch zu besiegen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, auch wenn es extrem schwer fällt, Abstand hält. Das bedeutet aber nicht, dass ihr zu euren Großeltern gar keinen Kontakt mehr haben müsst. Ihr könnt sie zum Beispiel anrufen, ihr könnt ihnen auch ein Bild malen, einen Brief schreiben. Und ich bin mir ganz sicher, dass sich eure Großeltern, eure Omas und Opas darüber sehr freuen. Wann darf ich denn wieder zur Schule gehen? Die ersten Schüler gehen jetzt ja bereits wieder zur Schule, die Abschlussjahrgänge. Das ist bloß unterschiedlich in Deutschland, von Bundesland zu Bundesland anders. Wann der ganz normale Schulbetrieb wieder läuft, das ist zurzeit noch gar nicht absehbar. Gibt es ein Mittel gegen das Virus? Gegen viele gefährliche Krankheiten kann man sich impfen lassen. Das Problem ist nur, dass dieses Virus so neu ist, dass es dagegen noch gar keinen Impfstoff gibt. Und das bedeutet, dass ganz viele Wissenschaftler gerade da dran sind, einen zu entwickeln. Eine Impfung wäre echt wichtig, weil das bedeutet, dass man sich eigentlich nicht mehr anstecken kann. Was kann ich tun, um mich nicht anzustecken? Das Allerwichtigste ist, Abstand einzuhalten. Außerdem ist es auch wichtig, sich regelmäßig die Hände zu waschen, sich insgesamt nicht ins Gesicht zu fassen, einen Mundschutz beispielsweise im Bus oder in der Bahn zu tragen. Wenn du niesen oder husten musst, am besten in die Armbeuge. Wenn wir alle auf diese Regeln Acht geben und auf uns gegenseitig aufpassen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir bald wieder zu unserem normalen Leben zurückkehren können.